Was kann man tun, wenn euer Haustier Unicorn verloren geht? Kocht schnell das Lieblingsdessert. Warum? Seht es euch in unserem neuen Video an. Lernt neue Regenbogenrezepte für das magische Tier. Unser Einhorn schläft friedlich. Ich frag mich, wovon es träumt. Eine Reise in einem Märchenland? Eine Drachenparty? Wach auf, Schlafmütze! Guten Morgen! Miss Gonzales hat ein kleines, flauschiges Geschenk für dich. Es ist ein süßer Hund. Das ist Frufru. Und er mag das Einhorn. Ich frag mich, wer den Wettbewerb die süßeste Kreatur der Welt gewinnen würde. Unicorn oder Frufru? Jetzt hat es jemanden zum Spielen. Miss Gonzales bereitet Frühstück vor. Wir essen heute Pfannkuchen. Aber sie sind nicht normal. Sie sind aus dem Regenbogen gebacken. Und das sind Unicorns Lieblingsfarben. Fügt 2 Eier zu 300 Gramm Milch hinzu. Gebt noch 2 Esslöffel Zucker hinein. Und verrührt es. Gebt dann 15 Gramm Backpulver und 300 Gramm Mehl hinzu. Miss Gonzales ist ein echter Zauberer, wenn es ums Kochen geht. Sie mischt alle Zutaten und schmilzt noch 80 Gramm Butter. Gießt es in den Teig. Teilt den Teig dann in 3 Teile. Und gib flüssige Lebensmittelfarbe in jedem Teig dazu. Und wieder mischen. Bratet dann die Pfannkuchen bei schwacher Hitze. Der Kochguru schafft es meisterhaft, die Pfannkuchen in der Luft zu wenden. Miss Gonzales legt die Pfannkuchen auf einen Stapel und fügt Sirup hinzu. Und noch bunte Streusel. Und das Frühstück ist fertig. Miss Gonzales ruft Unicorn. Wo ist die Regenbogentier? Hier ist sie. Und sie liebt die farbigen Pfannkuchen. Es ist das beste Frühstück der Welt. Unicorns Gesicht wird mit hellen Streuseln bedeckt, nachdem es das Regenbogenessen gegessen hat. Man sollte nach so einem Frühstück einen Spaziergang machen. Das Einhorn liebt es, auf dem Rasen zu laufen und zu springen. Es genießt die Natur und die Sonne und liebt die hellen Blumen. Verstecken ist das Lieblingsspiel der Einhörner. Gerade deshalb ist es so schwierig, sie überhaupt zu entdecken. Aber Miss Gonzales findet ihr Einhorn in den dichtesten Büschen. Armes Einhorn, es ist nicht gewohnt, die Berge hinaufzuklettern. Miss Gonzales, das Frühstück war vielleicht doch zu viel, oder? Und jetzt muss sie das Tier auf dem Rücken tragen. Das Einhorn liebt Picknick. Es kann die Blumen genießen und Spiele spielen. Und was noch? Es kann leckere, bunte Snacks genießen. Was hat Miss Gonzales vorbereitet? Buntes Popcorn. Gebt Popcorn in 3 Behälter. Dann geben wir Lebensmittelfarbe in heißes Wasser und in eine Tasse Zucker. Rührt es um, bis der Zucker aufgelöst ist. Bereitet 3 verschiedenfarbige Mischungen vor und gießt den süßen Sirup auf das Popcorn. Mischt es so lange, bis es gleichmäßig gefärbt ist. Legt dann das Popcorn auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Trocknet es bei minimaler Temperatur im Ofen. Das Einhorn liebt das Popcorn. Die Farbe sieht verlockend aus und es knirscht so schön. Der luftige Regenbogenmais für das märchenhafte Regenbogeneinhorn. Bei so viel Spaß und Aufregung wird Miss Gonzales müde. Aber das Einhorn kann nicht still sitzen. Es muss alles erkundet werden.
Miss Gonzales lässt ihr Haustier achtlos alleine spazieren. Das ist für Unicorn aufregend. Als Miss Gonzales aufwacht, ist aber ihr Einhorn weg. Ihr kostbares Tier. Oh mein Gott. Ihr geliebtes Einhorn ist weg. Miss Gonzales flippt aus. Was ist, wenn es entführt wurde oder in ein Zoo gebracht wurde? Das arme Einhorn ist völlig allein in dieser gefährlichen Welt. Es findet doch bestimmt nicht allein nach Hause. Und es weint. Wo ist Miss Gonzales? Sie sind getrennt. Und wie können sie wieder zueinander finden? Ich habe eine Idee. Einhörner haben einen scharfen Geruchssinn. Ich muss es mit dem Geruch von Leckereien anlocken. Miss Gonzales eilt verzweifelt in die Küche, um ein verlockendes Rezept zu finden. Was, wenn ich Oreos verschönere? Steck dein Oreo auf ein Strohhalm. Und tunkt es in geschmolzene Glasur. Bestreut es noch mit kandierten Früchten. Miss Gonzales legt eine lange Essensspur und will das Einhorn nach Hause locken. Ich hoffe, dass es funktioniert. Es muss einfach die leckeren bunten Kekse riechen und sehen können. Und wenn es nicht klappt, werde ich andere Süßigkeiten vorbereiten. Kulinarische Intuition hat Miss Gonzales nie im Stich gelassen. Das Einhorn kann die Kekse riechen. Der Duft ist unglaublich. Es folgt seinem Instinkt und findet sofort die Kekse. Und Miss Gonzales überlegt, wie sie ihr Einhorn anlocken kann. Wie wär's mit Stick-Süßigkeiten? Gib bunte Süßigkeiten auf ein Holzspieß. Lokum, Frutella, Gelee-Bonbons und Marshmallows. Und eine lange Süßigkeiten-Schnur. Knetet dann ein Kaubonbon und formt es zu einem Einhorn. Gibt es oben noch dazu. Die Regenbogensticks sind fertig. Lasst es uns testen. Miss Gonzales verteilt eine Süßigkeitenspur. Es ist ihre letzte Hoffnung. Sie wartet darauf, dass ihr Einhorn die Spur wittert und wieder nach Hause kommt. Arme Miss Gonzales, es gibt keine Spur von ihrem Einhorn. Sie hält den letzten Stick in der Hand und weint. Plötzlich hört sie jemanden an der Tür klopfen. Ist es ihr Einhorn? Nein, leider nicht. Aber es ist Frufru. Ah, schade. Selbst der kleine Frufru kann Miss Gonzales nicht beruhigen. Sie weint und weint. Rate, wer bin ich? Ist mein Einhorn wirklich nach Hause gekommen? Endlich! Und es hat auch wieder Hunger. Und es isst den gesamten Stick auf einmal. Das arme Einhorn hat so viel Gewicht verloren. Ich muss es jetzt mit etwas Leckerem füttern. Aber jetzt sollte es etwas Ruhe haben. Und Miss Gonzales wird in der Zwischenzeit einen Regenbogenkäsekuchen backen. Gebt 300 Gramm Quark in eine Schüssel und fügt noch 100 Gramm Zucker dazu. Und 30 Gramm Gelatine mit Wasser vermischen. Gebt die Mischung jeweils in drei Schüsseln. Fügt ein paar Tropfen flüssige Lebensmittelfarbe zu jeder Mischung hinzu. Und verrühren. Nehmt die Masse aus der Form, wenn es ausgehärtet ist, und schneidet die Oberseite ab. Legt die farbigen Schichten übereinander. Schneidet dann ein Herz mit einem Ausstecher aus und entfernt den Überschuss. Bedeckt die Hälfte vom Käsekuchen mit Streuseln und fügt noch essbare Perlen hinzu. Dann rollen wir Frutella aus und verdrehen es zu einer Spirale. Formt es danach zu einem Einhorn. Und bedeckt es noch mit essbarem Perlenpulver. Steckt es mit einem Zahnstocher dann in den Käsekuchen.
Das Einhorn riecht den leckeren Geruch des Käsekuchens sogar durch die Wände. Kuchen. Es schmeckt wie ein Regenbogen. Lecker. Und jetzt verrät Miss Gonzales das Geheimnis, wie man Regenbogen-Donut-Glasur herstellt. Lass es uns zusammen machen. Gießt Milch in 3 getrennte Schüsseln und gebt noch Kondensmilch dazu. Fügt noch Gelatine mit Wasser dazu. Lasst uns einen kleinen Regenbogen hineinlegen. Fügt zu jeder Schale verschiedene Lebensmittelfarben hinzu. Und dann gießen wir die Regenbogenglasur auf die Donuts. Bunte Donuts sind so lecker. Fräulein Gonzales ist so glücklich, dass ihr Einhorn zurückgekommen ist. Dass sie bereit ist, rund um die Uhr für sie zu kochen. Hier, das ist alles für dich. Dieses Mal hat Miss Gonzales ein bisschen übertrieben. Denn zu viele Süßigkeiten ist für Einhörner genauso schädlich wie für Menschen. Sie hat jetzt einen dicken Einhornbauch. Wie fandet ihr die Abenteuer von unserem Einhorn? Dann schreibt uns, ob ihr gerne mehr von unserem Einhorn sehen wollt und was Miss Gonzales machen wird, um das Übergewicht loszuwerden. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Regenbogenrezepte mehr verpasst.